Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich willkommen zu unserem Adventskalender. Heute ist schon der zweite Advent. Letzte Woche am ersten Advent durfte ja Eva das Päckchen öffnen und heute bin ich wieder dran. Heute ist ja der 9. schon. Geht ganz schön schnell wieder mit unserem Adventskalender und heute gibt es eine große Tüte, wie immer an den Sonntagen in unserem Adventskalender. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich finde das schon sehr schön, wie Eva die Tüte hier dekoriert hat. Und hier oben wieder mit dem schönen bunten Band, wo ich auch schon so süße kleine Herzchen bekommen habe, die Eva selber gehäkelt hat. Ich glaube am 3. oder so war das. Müsst ihr auch mal auf jeden Fall reinschauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und jetzt, oh, was ist das denn? So eins habe ich schon mal gesehen. Das ist, glaube ich, ein LED-Einhorn. Ja, das ist wie so ein kleines Nachtlicht. Kann man sich ans Bett stellen und es leuchtet in bunten Farben. Ich finde es super, super cool, so cool. Ich habe das schon gesehen. Ich glaube, bei dänischem Bettenlager oder so habe ich das gesehen. Aber je nachdem, wo Eva eingekauft hat, gibt es das wahrscheinlich auch in verschiedenen Geschäften. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Ja, mich würde mal interessieren, ob ihr so ein Nachtlicht an eurem Bett habt oder vielleicht auch in der Steckdose oder so. Oder ob ihr im komplett Dunklen schlaft oder vielleicht irgendwie mit Jalousien auf Spalt oder so. Ja, also könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich schlafe eigentlich immer im ganz Dunklen, aber wenn man vielleicht nachts mal kurz auf die Toilette muss oder so, ist das natürlich cool, wenn man sich dann so ein Einhorn anmachen kann. Und das leuchtet einem dann den Weg. Ja, vielen, vielen Dank, Eva. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir hoffen natürlich, dass euch unser Adventskalender so viel Spaß macht wie uns. Wenn es euch Spaß macht, gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Schaut auf jeden Fall alle Videos von unserem Adventskalender. Da gibt es jeden Tag was Cooles zu entdecken. Immer an einem Tag entdecke ich etwas, an einem anderen Tag Eva. Das haben wir alles gegenseitig für uns eingekauft und gebastelt. Und es macht so viel Spaß. Ja, was sagt ihr dazu? Gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!